Peter FM. Die mit der tiefsten Glocke. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peter FM. Heute am Ostersonntag. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wünschen euch viel Spaß in der nächsten Stunde. Und wir starten wieder direkt mit einer eurer Musikplaylists. Wir wollten wissen, Rap und Hip-Hop oder doch lieber Schlager? Das Ergebnis war eindeutig, deshalb beginnen wir jetzt mit dem Rap-Gott Eminem. Und wir machen weiter mit einem Song aus diesem Jahr von Ray Moura, 84. Jeder kleine Schritt gibt mir Guidance. Heute feiern wir Ostern, doch es lohnt sich, den Blick schon über den Tellerrand zu heben und zu schauen, welche weiteren Feiertage in ferner Zukunft noch anstehen. Denn bereits morgen feiert die katholische Kirche den Ostermontag zur Feier des auferstandenen Herrn. Nächste Woche steht dann der Weiße Sonntag an, der traditionelle Tag der Erstkommunion. Anschließend muss man sich ein bisschen gedulden. Der nächste Feiertag der katholischen Kirche kommt erst Mitte Mai, am 21. Mai mit Christi Himmelfahrt. Wenn euch die Decke auf den Kopf fällt und ihr mal raus müsst, dann nutzt die Gelegenheit und geht Blut spenden. Die Uniklinik Mainz sucht händeringend nach Spendern. Mehr Infos gibt's unter unimedizin-mainz.de/transfusionszentrale. Die mit der tiefsten Glocke. Schönen guten Tag und frohe und gesegnete Ostern auch aus der Social Media Abteilung. Ja, auch für unsere Ostersondersendung haben wir wieder zwei Themenblöcke für euch vorbereitet. Im einen Themenblock wird es wieder eine kurze Übersicht über die Aktion der Kirche in den letzten Tagen während der Osterzeit und während der Kartage geben. Außerdem wollten wir auch von euch wissen, welche Osterbräuche ihr habt. Des Weiteren haben wir für die Osterausgabe einen Spezialgast im Studio, doch dazu später mehr. Der erste Themenblock handelt jetzt erstmal wieder um Corona. Wir waren nämlich auf der Suche nach einer Person, die sich mit Corona infiziert hat. Es wird ja doch schon sehr viel über Zahlen und so weiter berichtet, jedoch kennt man nur sehr wenige Geschichten von denjenigen, die sich wirklich mit Corona infiziert haben. Und wir freuen uns daher sehr, dass wir die Antonia finden konnten und dass sie sich bereit erklärt hat, uns von ihrer Zeit in der Quarantäne zu berichten. Hallo Antonia, die erste Frage an dich lautet erst einmal, wo hast du dich überhaupt angesteckt? Angesteckt habe ich mich auf jeden Fall bei meiner Mama, die auch schon ein bisschen länger krank war. Und ich habe mich um sie gekümmert, als es ihr nicht so gut ging. Und da habe ich mich wahrscheinlich angesteckt. Okay, und welche Auswirkungen hatte der Coronavirus auf dich und auf deine Mama? Also ich glaube, die Auswirkungen für mich waren, ich habe so viel geschlafen wie noch nie. Ich glaube, ich habe irgendwie 12 Stunden in der Nacht geschlafen und dann am Tag auch noch mal ein paar. Also ich habe wirklich unglaublich viel geschlafen. Ich war total fertig. Und mir ist auch aufgefallen, ich war halt wirklich auch voll schlapp. Also ich bin irgendwie die Treppe runtergelaufen und war danach, muss mich dann erst mal hinsetzen oder ich war Wäsche aufhängen und war danach völlig fertig. Also ja, das ist, glaube ich, das, was ich am meisten gespürt habe. Ansonsten, klar, ein bisschen erhöhte Temperatur, aber also im Großen und Ganzen war es bei mir wirklich nicht so schlimm. Bei meiner Mutter war es ein bisschen heftiger. Die hatte, ja, wie so ein grippaler Infekt, wo man halt wirklich eine Woche im Bett lag. Aber ja, das waren so die Auswirkungen bei mir. Vielen Dank dir. Wie kann man sich das denn in der Quarantäne vorstellen? Was macht man 2 Wochen lang? Ich habe hauptsächlich, als es mir nicht so gut ging, habe ich hauptsächlich geschlafen. Und ansonsten, ja, ich habe tatsächlich ja diese ersten 2 Wochen komplett verpasst, in denen sich die Maßnahmen in Deutschland verschärft haben. Deswegen, als ich dann wieder aus der Quarantäne raus durfte, war das tatsächlich wie so eine komplett neue Welt, dass plötzlich bei den Supermärkten, dass man so viel Abstand halten musste und auch wirklich drauf geachtet wurde oder ja, dass man nur noch mit Einkaufswagen rein durfte und solche Sachen, das habe ich halt irgendwie alles verpasst, als sich das entwickelt hatte. Ja, und deswegen, also ich habe die Zeit in der Quarantäne hauptsächlich, wie gesagt, mit Schlafen und auch ja, mit Netflix gucken und
Hörspiele hören. Ich bin großer Drei-Fragezeichen-Fan. Habe ich dann nochmal ganz viele Folgen gehört. Und ja, und tatsächlich auch mit Essen. Also das Virus, das kann ich schon mal sagen, man verliert zwar ein bisschen den Geschmackssinn und Geruchssinn, aber Appetitlosigkeit hat man auf jeden Fall nicht. So, na, das klingt ja alles gar nicht mal so schlimm. Abschließend würden wir gerne noch von dir wissen, was du unseren Zuhörern für Tipps mit auf den Weg geben kannst. Also Tipps für andere würde ich auf jeden Fall sagen. Ich würde euch empfehlen, wirklich diese Abstandsvorschriften einzuhalten, auch wenn es schwerfällt. Ich bin auch ein Mensch, mir fällt sowas auch unglaublich schwer, weil ich wirklich auch gerne mit Freunden zusammensitze und ich drücke auch sehr gerne, ich umarme Menschen. Und ja, deswegen fällt mir das auch sehr schwer, aber da müssen wir jetzt einfach durch und dann wird es auch wirklich was bringen. Ich meine, wir sehen ja auch schon, dass sich durchaus was verändert und das ist so das Wichtigste, was ich anderen mit auf den Weg geben kann. Und ansonsten, klar, wascht euch die Hände so oft ihr könnt und noch öfter. Ich denke nicht, dass man jetzt alles desinfizieren muss die ganze Zeit, das denke ich nicht. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich eben viel die Hände wäscht und sich auch vor allem so in der Öffentlichkeit an diese Abstandsregelung hält. Vielen Dank dir, Antonia, für deine interessanten Schilderungen und auch die Tipps zum Abschluss. Ich gebe damit wieder zurück ins Studio zum Timo. Bis später. Ja, vielen Dank, Darius. Vielen Dank, Antonia. Ich gebe direkt weiter an Tassilo. Der hat sich wieder mal ein paar Songs überlegt, diesmal allgemein zum Thema Quarantäne. Stopp, Baby, stopp, komm mir bitte nicht so nah. Doch es liegt nicht an mir, glaub mir, du bist wirklich wunderbar. Ich will dich endlich fühlen, dich in meinem Arm festhalten. Doch durch Covid-19 müssen wir uns leider spalten. Du darfst nicht zu mir fahren und mir fehlt ja durch die Kraft. Denn wir leben leider nicht in einer Wohngemeinschaft. Vergiss es also. Du und ich, wir beide werden uns lange nicht sehen. Denn laut dem Bundestag müssen wir auf den Abstand bestehen. Wir beide werden uns lange nicht sehen, denn laut dem Bundestag müssen wir auf den Abstand bestehen. Ich zeig dir meine Quarantäne, hier lebe ich jetzt ganz alleine. Und statt auf den Putz zu hauen, kann ich endlich Netflix schauen. Wer liest denn schon noch Bücher? Mach den Fernseher an, was läuft im Programm, ist doch egal, ich habe mega viel Zeit. Mach den Fernseher an, was läuft im Programm, ist doch egal, ich habe mega viel Zeit. Endlich keinen Zwang, Hosen zu tragen, muss mich ja selten vor die Tür jetzt wagen. Niemand, deshalb hab ich auch nicht viel an, muss nur dran denken, wenn ich mal wieder einkaufen gehe, damit ich nicht ohne Hose im Supermarkt stehe. Ich liege wie ein Faultier hier auf meiner Couch, darf nicht mehr rausgehen. Und werd langsam verknautscht. Die einzige Bewegung, die ich jetzt noch hab, ist der Weg zum Kühlschrank, wenn ich essen mag. Und wenn die Sonne untergeht in meiner Quarantänewelt, ja, dann wechsel ich den Standort von der Couch hinein ins Bett. Muss mich nicht einmal mehr umziehen, denn der Schlafanzug ist nett. Den hab ich nicht ausgezogen, doch es kümmert niemand hier. Denn ich bin hier ganz allein in meinem eigenen Revier. Die mit der tiefsten Glocke. Vielen Dank für diese neuen Hits. Ich bin sicher, die werden bald in die Charts klettern. Und wir machen hier nach einer kurzen Werbepause weiter mit den Nachrichten. Komm, stoß mal auf, mein Schatz, ich riech die Leberwurst so gern. Ich könnt mich nur von dir und deiner Leberwurst ernähren. Leberwurst von der St. Petermühle, ab jetzt im Kühlregal. Der pastorale Weg. Weniger Pfarreien, weniger Pfarrer, weniger Katholiken. Deshalb brauchen wir dich.
Karmeliterkloster oder gleich der Dom. Wohnst du noch oder betest du schon? Ja, wenn du es verbrennst, das Zeltlager steht an und ihr habt kein Holz für das Lagerfeuer? Kein Problem, Peter und Alois sind rund um die Uhr für euch erreichbar und statten euch mit bestem Holz aus. Brennholzverleih, Peter und Alois. Denn die Axt im Haus ersetzt den Zimmermann. Zeitumstellung. Da die Zeitumstellung letzte Woche so reibungslos verlaufen ist, hat das Internationale Zeitkomitee den Entschluss gefasst, die Uhren jetzt häufiger umzustellen und so an die meteorologischen Gegebenheiten anzupassen. Daher werden, zusätzlich zu der Umstellung am letzten Sonntag im März und Oktober, am dritten Sonntag im Mai die Uhren eine Dreiviertelstunde vorgestellt, am zweiten Sonntag im Juli noch einmal eine halbe Stunde vorgestellt, am ersten Sonntag im August die Uhren um eine Viertelstunde zurückgestellt und am zweiten Sonntag im September um eine Stunde zurückgestellt. Für die Monate November bis Februar ist derzeit nicht mit Umstellung zu rechnen. Diese können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Friseure. Im ganzen Land sind die Haarschneidemanufakturen derzeit zum Stillstand gekommen. Um dennoch Ordnung auf den Kopf zu bekommen, haben einige Friseurläden sich dazu entschlossen, Do-it-yourself-Anleitungen anzubieten. Die Kunden wählen im Vorhinein einen Haarschnitt aus. Der Friseur berücksichtigt die Wünsche und erstellt so eine individuelle Anleitung zum Haareschneiden. Kooperationen mit der Firma Braun bestehen bereits, sodass passend zur Anleitung direkt das entsprechende Werkzeug, zum Beispiel Modellierschere, Sprühflaschen und Haarschneideumhang, direkt mitgeliefert werden. Für den fertigen Haarschnitt gibt es bei der Do-it-yourself-Variante jedoch keine Geld-zurück-Option. Verkehr. Während die Straßen immer noch größtenteils frei von Autos sind, verursacht das Zugnetz einige Probleme. Die Züge der Deutschen Bahn fahren weiterhin regelmäßig. Aufgrund des gesunkenen Andrangs an den Bahnsteigen kommt es derzeit jedoch dazu, dass alle Züge pünktlich ihren Zielbahnhof erreichen. Dies hat vor allem Auswirkungen auf Berufspendler, die sich aufgrund ihrer vielen Erfahrungen fest darauf verlassen, dass die Züge in der Regel mit einer Verspätung von 10 bis 15 Minuten eintreffen und somit jetzt zu spät am Bahnfest stehen. Die Deutsche Bahn diskutiert derzeit, bundesweit die Abfahrtzeiten auf den Auslandsfahrplänen um 10 Minuten nach vorne zu verschieben, um die Passagiere bei der Umstellung zu unterstützen. Damit würde die gewohnte Verspätung von 10 Minuten auch weiterhin eingehalten werden. Wetter. Das gute Wetter mit strahlend blauem Himmel und atemberaubenden Sonnenuntergängen bleibt uns auch in der nächsten Zeit erhalten. Wetterforschern zufolge lässt sich von der Zitadelle aus und der Kölner Dom in 141 Kilometer Entfernung beobachten. So klar sei der Himmel. Fragt sich nur, welcher Mainzer gerne nach Köln schaut. Hier noch ein Tipp für alle Romantiker. Heute geht die Sonne um 20.15 Uhr unter und für Frühaufsteher um 6.38 Uhr morgen früh wieder auf. Durch den voraussichtlich wolkenlosen Himmel ist ein besonderes Naturspektakel zu beobachten. Vielen Dank für diese vielen aktuellen Informationen. Jetzt geht es weiter mit der nächsten Musikplaylist. Ihr wolltet keine spanischen Lieder hören, sondern lieber was Deutsches. Das erfüllen wir natürlich gerne. Wir fangen an mit einem Musikwunsch. Hier ist Deutsche Bahn von den Wise Guys. Meine Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt Main. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Gleich gibt es hier im Programm wieder eine Mitmachaktion. Dieses Mal braucht ihr nur eine leere Flasche, einen Kugelschreiber und eine Kordel. Jetzt geht es schon los mit der Mitmachaktion. Also, der erste Schritt, nehmt die Kordel und bindet den Kugelschreiber daran fest, so dass er nicht abfällt. Anschließend nehmt ihr den restlichen Teil der Kordel und bindet ihn um euren Bauch, sodass der Kugelschreiber hinten mittig Richtung Boden baumelt. Perfekt ist es, wenn er ungefähr 30 cm über dem Boden schwebt. Ihr müsst euch beim Verknoten nicht verkünsteln. Es reicht ein einfacher Doppelknoten. Der sollte den Kugelschreiber schon aushalten können. Und? Alles befestigt? Dann kommt jetzt die Aufgabe. Nehmt die Flasche und stellt sie auf den Boden. Achtet darauf, dass ihr etwas Platz um euch herum habt. Versucht jetzt, ohne die Hände zu benutzen natürlich, den Kugelschreiber an der Kordel mit der Spitze voraus in die Flasche hineinzustecken. Hier braucht es ziemlich viel Körperkontrolle, um genau die Öffnung zu erwischen. Lasst euch da ruhig Zeit mit. Wer es jetzt bereits geschafft hat, der dreht sich einmal um sich selbst und versucht es dann ein zweites Mal. Vielleicht war es beim ersten Mal ja einfach nur Glück. Hier geht es jetzt weiter mit Musik.
Aber lasst nicht locker, bis ihr es geschafft habt, den Kugelschreiber zu versenken. Ich grüße wieder aus der Social Media Abteilung. Ihr seid aus den letzten Wochen ein Interview mit prominenten Personen aus unserem Bistum bereits gewohnt. So konnten wir schon Pfarrer Matthias Berger, der diözesanen Jugendseelsorger im bischöflichen Jugendamt, und Pater Josef Kemper, unser Pfarrer aus unserer Gemeinde, und Anna Poppe, Referentin für MinistrantInnen und religiöse Bildung im Bistum Mainz, bei uns im Studio begrüßen. Für unsere Osterausgabe setzen wir nun noch einen drauf. Doch hört am besten selbst. Hallo, Darius Gutte hier. Ja, der Bischof. Hallo, schönen guten Tag. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein paar Fragen für uns. Ja, sehr gern. Dann starten wir mit der ersten Frage. Was ist in der aktuellen Zeit die größte Herausforderung für Sie als Bischof? Ja, für mich als Bischof ist jetzt wirklich die Zeit gewesen, in den letzten Wochen mit dem Generalvikar und dem Krisenstab zusammen im Grunde jeden Tag neu zu reagieren auf die Entwicklungen, die sich zum Teil stündlich geändert haben. Das war also eine ziemlich schwierige Zeit. Jetzt sehe ich zwei große Herausforderungen. Das eine ist natürlich die Landschaft der Gottesdienste, die ganz anders sein werden dieses Jahr, oft mit kleinen Gruppen, 2-3 Leute, die dann gestreamt werden. Vielleicht oder andere beteiligen sich auf eine andere Art und Weise. Aber das größte Sorgenpaket ist für mich der ganze Bereich der alten und einsamen Menschen, gerade auch in unseren Heimen und karitativen Einrichtungen und auch des Pflegepersonals. Die stehen, glaube ich, vor ganz, ganz großen Hürden und Herausforderungen. Da mache ich mir wirklich Sorgen, ob das alles so gut über die Bühne geht. Das ist für mich eigentlich das noch größere Thema, denn die einsamen Menschen, was passiert in diesen Wochen mit denen? Vielen Dank. Das ist absolut richtig und wir hoffen natürlich gerade für die Gruppen, die Sie eben genannt haben, dass sich die Situation bald wieder etwas verbessert. Gut, wir haben bei Ihnen selber ja schon mitbekommen, dass Sie am Anfang Mitte März 2 Wochen in Quarantäne gegangen sind und haben auch schon durch andere Medien da erfahren, wie Sie die Zeit erlebt haben, dass Sie viel gelesen haben. Ab und zu gab es aber auch ein paar kritische Momente. Wir wollten jetzt am Ende fragen, welche positiven Aspekte nehmen Sie vielleicht durch diese 2-wöchige Isolierung für sich auch mit? Also, ich sag mal humorvoll erstmal, das Bistum ist nicht zusammengebrochen, als der Bischof 2 Wochen außer Gefecht war sozusagen. Also, das hat mich irgendwo auch getröstet, dass viele Menschen wirklich auch gut arbeiten und ihre Arbeit machen. Aber jetzt ernsthaft, was ich für mich rausnehme, ist, dass ich für mich gelernt habe, nochmal sehr viel sensibler drauf zu gucken, wie geht es anderen. Denn ich sag mal, ich bin gesund geblieben, ich bin materiell abgesichert. Insofern gibt es für mich ehrlich gesagt keinen Grund, wirklich zu schimpfen und mich zu beklagen. Ich sehe aber, dass viele Menschen in großer Not sind. Und das ist mir in diesen 2 Wochen nochmal näher gerückt. Und ich hoffe, dass wir so insgesamt auch sensibler werden für das, was andere derzeit beschäftigt. Dankeschön. Das hoffen wir natürlich auch. Wir wollen nun auf die Karwoche und die Ostertage blicken. Wie verbringen Sie als Bischof dieses Jahr diese besonderen Tage? Also wir haben für den Dom etwa die Gottesdienste vorbereitet. Ich werde ab heute Abend bis Ostersonntag auch jeden Tag im Dom den Gottesdienst feiern mit einer Gruppe von 4-5 Leuten. Das ist schon sehr merkwürdig, das muss ich sagen. Und ich kann auch die Leute verstehen, die sich jetzt in diesen Tagen auch an mich gewandt haben, gesagt haben, mein Gott, ist das irgendwie auch furchtbar, also viele leiden auch. Das ist das eine, ich nehme aber auch wahr, und das möchte ich auch nicht verschweigen, wie viele gute Initiativen auch in den Gemeinden laufen, wo Menschen sich jetzt wirklich zusammenraufen und an Möglichkeiten arbeiten, Gebet zu Hause, Gottesdienste zu Hause zu ermöglichen. Da ist ganz, ganz viel Gutes unterwegs und ich glaube, wir müssen, wenn die Krise mal vorbei ist, da auch wirklich schauen, ob das nicht auch Impulse sind für Weiteres. Aber natürlich freuen wir uns alle, wenn die Gottesdienste wieder normal stattfinden. Ja, absolut. Genau, da haben Sie schon was angesprochen, wenn die Krise quasi vorbei ist. Und wir wollen da ja auch die Hoffnung und den Mut nicht verlieren. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, sehen Sie positive Aspekte von dieser ganzen Corona-Krise jetzt für die Kirche generell? Also ich kann mir vorstellen, dass bei manchen nochmal das Bewusstsein dafür gewachsen ist, wie wichtig auch
Gemeinschaft ist auch gottesdienstliche Gemeinschaft. Vielleicht auch haben manche den Wert des Gebetes neu entdeckt. Vielleicht auch den Blick auf das, was andere brauchen. Also die Hamsterer in unserer Gesellschaft sind, glaube ich, nicht in der Mehrzahl, sondern es ist ganz viel auch soziales Bewusstsein entstanden in den letzten Wochen. Ich hoffe, dass das nicht ganz vorbei ist. Und ich denke für unsere Kirche auch, dass wir auch nochmal, das habe ich auch in einem anderen Zusammenhang schon mal jetzt die Woche gesagt, dass wir auch noch einmal über unsere Verkündigung nachdenken. Ich glaube, wir müssen auch eine Form der Verkündigung finden, wo schwierige Themen, etwa die Frage nach dem Sinn des Leidens und so, dass wir auch solchen schwierigen Themen nicht ausweichen. Gut, dann zum Abschluss. Also unsere Zuhörer sind ja vor allem Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, eben viele Ministranten, Ministrantinnen. Und jetzt am Ende haben sie die Möglichkeit, den Zuhörern einige persönliche Worte zu sagen für Ostern, aber auch generell für die kommende Zeit. Also zunächst mal darf ich allen, die sich in irgendeinem Bereich, in der Kirche, sozial, wo auch immer engagieren, herzlich Danke sagen. Gerade in der jetzigen Zeit ist das ganz, ganz wichtig. Ich weiß auch, dass viele Jugendinitiativen laufen. Beispielsweise Einkaufshilfen und was weiß ich, da ist auch viel, viel unterwegs. Dafür möchte ich einfach Danke sagen, auch für euer Engagement. Ich hoffe, dass ihr den Kontakt untereinander nicht verliert jetzt in diesen Wochen, wo man doch ziemlich viel alleine und zu Hause ist. Haltet Kontakt über die Medien, über alle möglichen Kanäle, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald auch gesund und in normaler Landschaft auch wiedersehen. Okay, wunderbar. Vielen Dank dann für die Zeit und auch die Beantwortung unserer Fragen. Und in den letzten Wochen durften diejenigen, die mit uns ein Interview geführt haben, auch sich ein Lied wünschen. Deswegen dürfen Sie sich gerne nun ein Lieblingslied wünschen, welches wir anschließend spielen. Also ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich glaube aber, dass unsere musikalischen Welten, also eurer Hörer und meine, doch ziemlich weit auseinander liegen. Ich lasse euch da wirklich freie Hand, sucht was aus, wo ihr sagt, das ist nicht zu traurig, das vermittelt auch Hoffnung. Und macht den Leuten Freude. Also da lasse ich euch ganz freie Bahn. Vielen Dank, Darius. Vielen Dank, Herr Bischof Kohlgraf. Wir haben natürlich einen passenden Song gefunden. Hier ist für euch Uptown Funk. Wow, wo hat sie denn dieses Messdienergewand her? Gefunden auf stpeter.de. Hier ist die Anneliese Becker wieder. Ich muss mich leider mal wieder empören. Wenn ich zum Hauptfriedhof will, da liegt mein Mann Herbert. Und Mittwoch wollte ich wieder hinfahren, so mit dem Fahrrad, jetzt mit Atemschutzmaske. Und das ist eh schon ein besonderes Hindernis, ja, wegen dem Atemnetz und der Carina und so der ganzen Geschichte. Und ich bin dann auf dem Friedhof und dann sehe ich, Magie kann ich wieder weg. Und dann habe ich schon belegt, hatte schon eine erste Idee, gehe ich rüber zum Magic und ha, da steht sie. Da steht mein Gießkanne. Ich bin so ausgerastet, ich hätte am liebsten gerade die Blumen ausgerissen. Weil da waren ja noch ein paar Leute, ich musste mich zusammenreißen. Ja, bei mir wäre ich über das Grab getrampelt, hätte die Blumen ausgerissen, der blöde Magic. Jetzt hört mir gut zu, wenn du hörst, ja, deine scheiß Bingo-Arm, der schnitt da nicht mehr hin und deine blöden Kaffee kann ich auch sagen zu ihm stecken, der Kaffee schmeckt eh nicht, du blöde. Mit Peter FM erreichen Sie immer die Richtigen. Peter FM geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Du denkst, du bist cool, weil du 1000 Insta-Follower hast, weil du auf Partys den Wodka eckst, weil du E-Zigarette rauchst? Da sage ich dir eins, wer braucht schon Feiern, Trinken, Rauchen? Gottesdienste, Statussymbol für alle, die kein Statussymbol brauchen. So, liebe Hörer, heute ist ja bekanntlich Ostersonntag. Mal schauen, ob die Jungs aus dem Comedy-Keller auch dazu einen guten Witz parat haben. Ich rufe mal an. Kurz vor Feierabend, im härtesten Job der Welt. 50 Meter unterm Funkhaus, ohne Tageslicht. Der Peter FM Comedy-Keller. Hey Alex, der Timo hat angerufen. Der braucht noch einen guten Witz zum Thema Ostern. Na, der kommt der ja wieder früh. Habe ich auch gesagt. Aber ich glaube, ich habe schon einen guten. Wir fahren zur Oma nach München. Wart ihr über Stuttgart? Nee, über Ostern. Puh, der ist gut. Aber ich habe auch noch einen. Rollen zwei Eier den Berg herunter, sagt das eine. Hey, ich bin schneller, sagt das andere. Hä? Eier können gar nicht reden. Sehr gut.
Oder wir machen es so. Hast du ein Auto zu Ostern geschenkt bekommen? Frag mal, warum? Warum? Weil deine Räder so eiern. Ja, der ist stark. Den nehmen wir. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss mit lustig. Yo! Vielen Dank für diese starken Witze an Tassilo und Alex. Wir machen hier jetzt weiter mit der nächsten Musikplaylist. Ihr habt euch entschieden für die neuen geistlichen Lieder. Als erstes haben wir da für euch das Lied Our God is an Awesome God von Michael W. Smith rausgesucht. Ein Song aus dem Jahr 2001. When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz. God is an awesome God. Our God is an awesome God. Ich höre Peter FM, weil das einfach ein toller Sender ist und die Beiträge mich immer schmunzeln lassen. Und weiter geht's mit einem deutschsprachigen Lied aus dem Jahr 2018. Das Gebet des Volkes Gottes. Gottes Volk wird vor seinem Thron. Du willst mitbestimmen, anstatt nie zu gewinnen? Du willst was bewegen, statt nur zu reden? Du willst entscheiden, statt andere zu beneiden? Dann versetz dir jetzt einen Hieb und lass dich aufstellen zum Pfarrgemeinderatsmitglied. Pfarrgemeinderat in Petern am Rhein. Hier bin ich Mensch, hier trete ich ein. Ihr wollt die aktuellsten Infos, die neuesten Werbungen und die witzigsten Comedy-Beiträge? Dann schaltet ein. Peter gehört gehört. Peter FM. Wolschgalle, probier mal das Klosterknusper von Peter Sturm. Peter Sturmer Klosterknusper, jetzt probiere. Der stut gut, der studer dir gut. Klosterknusper von Peter Sturm. Und wir schließen diese Musikrunde ab mit einem Song aus dem Jahr 2009 von der Band Hillsong United, die übrigens sehr viele neue geistliche Lieder geschrieben haben. Hier ist The First and the Last. You are the first and wieder aus der Social Media Abteilung. Wir feiern heute Ostern. Anders als sonst. Wir wollten von euch vor der Sendung wissen, was eure Ostertraditionen sind. Was an Ostern für euch eigentlich nicht fehlen darf. Thomas hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt. Unser Osterbrauch ist der Emmaus-Ausflug am Ostermontag. Seit 1984 machen wir am Ostermontag einen Ausflug. Zuerst zu zweit, dann mit den Kindern und mittlerweile auch mit deren Freundinnen. Dieses Jahr werden wir den Ausflug leider nur zu zweit machen können. Der Begriff Emmaus-Ausflug kommt natürlich von der Evangeliumsgeschichte zum Ostermontag, wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus Jesus nicht erkennen. Meine Oma hat mir oft erzählt, dass sie am Ostermontag 1945 ihr Wohnhaus verlassen mussten und bei Verwandten unterkamen, weil die amerikanischen Besatzungssoldaten das Haus beschlagnahmt hatten. Das war ihr Emmaus-Erlebnis. Auch für mich war dieses Osterfest anders. Normalerweise verbringen wir die Kartage von Gründonnerstagabend bis Karsamstag immer gemeinsam in unserer Pfarrei mit vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Das ging dieses Jahr natürlich nicht. So habt auch ihr bestimmt viele Dinge, an die ihr jetzt vielleicht gerade denkt, die dieses Jahr ausfallen oder anders stattfinden mussten. Doch viele Pfarreien, Jugendgruppen und Institutionen haben durch die verschiedensten digitalen Angebote versucht, den Menschen Alternativen für diese für uns Christen so besonderen und wichtigen Tage zu geben. In unserer Pfarrei haben wir zum Beispiel sowohl unser traditionelles Paschamahl, welches wir immer nach dem Gründonnerstag-Gottesdienst in unserem Pfarrgemeindezentrum feiern, wie auch unseren Jugendkreuzweg, welcher normalerweise am Karfreitagabend in unserer Kirche stattfindet, dieses Jahr live über Skype durchgeführt. Viele Jugendliche, junge Erwachsene und Familien mit und ohne Kindern waren live vor dem Bildschirm mit dabei
Und so entstand trotz der Distanz ein unbeschreibbares Gefühl der Nähe und Zusammengehörigkeit. Diese gemeinsamen Minuten taten gut, jedem von uns, da bin ich mir sicher. Dadurch sind die Kartage 2020 eben doch nicht ausgefallen. So wie uns ging es bestimmt auch ganz vielen von euch. Ich bin mir sicher, dass auch ihr Angebote von eurer Pfarrei genutzt habt oder zum Beispiel auch die beiden Live-Übertragungen aus dem bischöflichen Jugendamt an Gründonnerstag und an Karsamstag zur Feier der Osternacht. Auch diese Gottesdienste waren wieder außerordentlich schön gestaltet. Vielleicht haben sich auch einige die Osternachtsfeier mit Bischof Kohlgraf gestern Abend im ZDF angehört. So ist es nun Ostern geworden. Für uns mag es ein anderes Ostern sein als sonst. Doch auch dieses Ostern habe, zumindest ich, genauso intensiv erlebt wie sonst auch. Vielleicht sogar intensiver mit anderen Menschen zusammen. Und die Botschaft am Ende ist die gleiche. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Vielen Dank, Darius, für diese Einblicke. Ich gebe nochmal rüber zu Tassilo für einen neuen Witz. Mitternacht in einer kleinen Bar. Der Wirt steht mit ein paar Gästen an der Theke. Da geht die Tür auf. Ein Mann kommt rein und bestellt eine Flasche Champagner. Als er diese bekommen hat, lässt er den Korken knallen und ruft laut: Prost, Neuer! Was soll der Quatsch? Weist ihn der Wirt zurecht. Wir haben Ostern. Ostern? Stammt der Mann perplex. Oh je, das gibt Ärger. So lang war ich noch nie feiern. Vielen Dank auch für diesen Witz. Wir sind nun fast am Ende des Osterbeitrags angekommen und haben für euch einen kleinen Impulstext vom niederländischen Priester Henry Nouwen gefunden, den wir sehr passend finden. Gibt es ein Leben nach der Geburt? Ein Zwillingspaar in der Gebärmutter unterhält sich. Glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Ja, ich denke schon, dass es das gibt. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf dieses Leben nach der Geburt vorbereiten. Vielleicht, damit wir stark genug sind für das, was uns erwartet. Ach was, ich glaube nicht, dass es das wirklich gibt. Wie soll denn das überhaupt aussehen, so ein Leben nach der Geburt? Naja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird sicher heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und werden mit dem Mund essen. So ein Unsinn. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Und überhaupt, wozu gibt's denn die Nabelschnur? Doch, das geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders. Woher willst du das wissen? Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Danach ist alles finster und vorbei. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie können wir gar nicht sein. So ein Käse. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Doch, manchmal, wenn wir ganz still und leise sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Das ist mal eine andere Sicht auf das Osterwunder. Jetzt habe ich noch zwei Ostergrüße zu vermelden, die uns über Facebook und Instagram erreicht haben. Ulrike Lünse wünscht der gesamten Familie Kloß frohe Ostern und Sydney B. sendet Ostergrüße an ihre Familie und Freunde. Und wir kommen zum letzten Lied. Heute haben wir für euch von Silbermond das Lied Machen wir das Beste draus, welches die aktuelle Situation sehr gut beschreibt, Mut macht und Hoffnung gibt. Seh von meinem Fenster den März durch Geisterstraßen ziehen. Machen wir das Beste draus. Und wir sind wieder am Ende des Programms angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr könnt die Ostertage und die Osterferien genießen. Im Herzen verbunden mit euren Liebsten.
Wir hören uns am nächsten Sonntag wieder, dem Weißen Sonntag, mit einem neuen Beitrag. Bleibt bis dahin gesund, hört Peter FM und schaut auch mal bei Facebook und Instagram vorbei. Bis dann, euer Timo. Peter.